Meine lieben Freunde, das war's komplett. Erstmal Gruß und Kuss gehen an Förser raus. Ja, diese Videos sind natürlich selbstverständlich uncut. Als ich das aber gerade im Discord geschrieben habe, war ich tanken. Und ich gucke, also während eines Vlogs gucke ich nicht auf mein Handy. Weil da spielt ihr einfach diese große Rolle. Warum war's das jetzt komplett? Ich habe irgendwo mein Stativ liegen lassen. Also nicht irgendwo im Wald oder sonst was, sondern ich weiß nicht, wo ich das habe. Ich kann euch das nicht sagen. Normalerweise lasse ich das in meinem Auto. Aber ich weiß es nicht. Ich habe alles abgesucht. Keine Ahnung. Weil ein Stativ brauche ich halt nur im Auto, weil unterwegs brauche ich halt dieses Stativ. Nur zu Hause habe ich einen anderen. Und ja, keine Ahnung. Das war's also wirklich komplett. Wo bin ich hier? Ich bin auf so einer, ja, die ist jetzt nicht mehr gepflegt, aber es war mal so eine Mountainbike-Strecke und hier konnte man wirklich ordentlich Gas geben. Und ich versuche ja immer mal wieder eine andere Location zu finden. Ich weiß nicht, kann ich mich hier mal ein bisschen anlehnen oder sowas? Ja, das geht wohl schon. So, bisschen ein auf cool. So. Meine lieben Freunde, worum geht's heute? Ich hoffe, man kann mich überhaupt einigermaßen sehen. So dicht war ich, glaube ich, noch nie an so einem Objektiv dran. Holt mich da raus. Prison Break, let's go. Also, wir haben 2 Wochen Vollzeit-Stream hinter uns und unter anderem Sturmreiter haben wir zum Beispiel gefragt, wie lange gehen solche Streams eigentlich? Und ja, wie ich halt schon in der Sturmreiter-Folge sagte, ich glaube, ihr habt eure Antwort gefunden. Also nachmittags sind es ja meistens so 2-3 Stündchen. Wobei, wenn es beruflich wäre, wobei ich das, ja, ich sage es immer wieder, ich finde es ein scheiß Wort. Wenn ich davon leben könnte, dann wären das wahrscheinlich morgens ein bisschen länger und abends ein bisschen kürzer. Wobei ein bisschen kürzer sind dann statt 11 Stunden auch mal 7 dann oder so, weißt du. Warum ich sage, hol mich da raus? Arbeit gestern war mega langweilig. Es sind Ferien, es ist scheiße warm. Wir haben einen einzelnen Dyson-Staubsauger, also so ein Akku-Ding halt zum Hinterherziehen. Mann, die zum Hinterherziehen gibt es nicht mehr, so wollte ich das sagen, baut Dyson nicht mehr. Und ja, was soll ich sagen, es war langweilig, es war nichts zu tun, also kundschaftmäßig, wir hatten zwar viel Ware, ich habe alles geschafft, aber es war schon irgendwie so ein bisschen nervig. Und ich habe direkt das mit dem Stream vermisst. Klar, es ist natürlich nur ein Tag und ich streame heute auch nicht nachmittags, weil ich halt nur mal einen Vlog aufnehme, mit Oma schon unterwegs war. Und ja, gleich lade ich den Vlog natürlich hoch und sobald er hochgeladen ist, gehe ich dann halt online. Also ich denke mal, das wird so 19 Uhr werden und ich glaube, ich werde heute Mafia weiterspielen, weil wir haben, glaube ich, so ziemlich die Hälfte vom Spiel schon durch. Und ich denke mal, noch 1-2 Streams und wir haben das Spiel wieder durch, bevor wir dann das Remake dann irgendwann spielen. Und nächste Woche fängt das dann an mit Life is Strange und Detroit Become Human und sowas. Und nebenbei immer natürlich noch Formel 1, COD und ja, gucken wir mal, was wir noch so zocken. So, machen wir mal so eine Ansicht. Was wollte ich noch sagen? Diese 2 Wochen, die waren schon wieder episch. Die waren legendär, die waren unglaublich, ob ruhig oder laute Streams, ihr wart dabei, also es war wirklich sehr, 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 sehr nice. Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für diesen köstlichen Support, das ist echt heftig. Und ja, man kann sich an so einen Tagesrhythmus gewöhnen, ne? Also viele von euch wissen das noch nicht, aber ich stehe halt dann um 12 auf, um mit Oma halt Mittag zu essen und gehe mit ihr spazieren. Außer ist das halt zu warm, sag ich mal, ich gehe mit ihr einkaufen, ich mache das, ich mache dieses. Und dann kommt der Nachmittagsstream meistens und ja, so ist so der Tagesablauf, ne? Mit Mensch ärgere dich nicht spielen, Kaffee, Kuchen, beziehungsweise meistens dann nur Kaffee, vielleicht mal einen Keks oder so und ja, abends geht's dann los zur Show, ne? Wobei Show, also ich verstehe mich nicht, sollten die Leute mittlerweile wissen. Und ja, es macht halt übelst Bock einfach, ne? Du kannst dich so schnell an sowas gewöhnen und ich hatte gestern, glaube ich, im Titel ein Zitat von Shumi stehen. Das ging irgendwie sowas wie, ich bin keine Legende, sondern ich habe einfach nur das Glück, in dem gut zu sein, was mir Spaß macht. Irgendwie so war das. Und ja, das kann ich unterschreiben. Also
Ich bin definitiv gut in dem, was mir Spaß macht, weil sonst würde es mir keinen Spaß machen, was? Weil wenn du schlecht bist, macht es den Spaß? Ich weiß auch nicht. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, es hat mir super, super viel Spaß gemacht. Es ist einfach unglaublich. Es war so viele schöne Momente, so viele verschiedene Spiele, so viele Leute, die mitgemacht haben. Und das macht einfach so viel Spaß, das ist unglaublich. Und wenn jeder von euch draußen einen Job hat, oder ein Studium, eine Ausbildung, Schule, was auch immer, wo man, wenn man morgens aufsteht und sagt, ja, geil, gleich endlich wieder dahin, gleich in, oder die Sportbegeisterten, so geil, heute mal wieder ins Gym und morgen ist Fußballtraining und übermorgen ist Volleyball und dann ist dann, oder der eine sagt, oh geil, morgen macht meine, weiß nicht, Billardbar wieder auf oder was auch immer, dann habt ihr doch alles richtig gemacht. Und das war bei mir die letzten 2 Wochen so. Es ist nicht so, dass ich gestern keinen Bock auf Arbeit hatte, so ist es nicht. Ich habe mich relativ schnell wieder reingefunden, waren ja nur 2 Wochen. Aber ich muss auch ganz klar sagen, ich freue mich auf Samstagabend 20 Uhr, weil dann sind wir für mindestens 3 Wochen Vollzeit. Also 3 Wochen ist fest, 2,5 Wochen Sommerurlaub und 1/2 Woche Corona. Und vielleicht habe ich das Glück, dass Kurzarbeit dann nochmal 2-3 Tage geht, weil nicht die ganze Woche bei mir Corona frei ist. Und das wäre natürlich episch. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und darauf freue ich mich. Ich werde in meinen Geburtstag reinstreamen, also vom 21. auf den 22. Wir werden, ich glaube, am 29. August war das, werde ich so ein bisschen Just Chatting machen, ein paar Clips zeigen, ein bisschen was von mir erzählen, wie habe ich angefangen, was ist passiert, wie hat Walle mich entdeckt, was hat Rata mit mir gemacht und allen drum und dran. Wem habe ich vielleicht schon geholfen und wie ist es zum Vlog gekommen und all so ein Kram. Und ja, das machen wir ziemlich wahrscheinlich am 29. Ich glaube, 29. war das. Da kam, glaube ich, der allererste Stream von mir. Und das würde ich feiern. Was heißt feiern? Aber ich finde, das ist so ein Twitch-Geburtstag halt irgendwie, ne? Also so wie man selber Geburtstag hat, kann man ja ruhig auch so ein bisschen feiern, was Twitch angeht. Weil, ja, es macht halt einfach mega Spaß und wir sind eine riesengroße Familie, die stetig wächst. Und Gruß und Kuss auch an das Personal, an die Personalabteilung, an die neuen Kunden und Co. Es ist einfach Wahnsinn. Und auch wenn ich jetzt hier im Wald stehe, die Vorstellung daran, dass ich das hier machen kann, genau jetzt in diesem Moment, Wahnsinn, hätte ich mir nie erträumen lassen können. Und hey, achso, das war nur so ein Wörtchen. Hätte ich mir ja träumen lassen können und ich bin unglaublich dankbar dafür. Und auch gestern haben wir Formel 1 gespielt, Open Lobbies. Und ja, ich habe da jemanden im Quali geschlagen. Im Rennen muss ich sagen, bin ich leider nicht Erster geworden, sondern Zweiter. Ich hätte Erster werden müssen, um jemanden zu rächen. Natürlich immer mit einer gewissen Ironie dabei, so, ne? Und ja, was auch danach wieder passiert ist, Wahnsinn. Also, ich möchte diejenigen danken, die mich unterstützen. Ich möchte diejenigen danken, die auch nur rumlurken. Ich möchte diejenigen danken, die positive und sachliche Kritik geben. Und es ist einfach Wahnsinn, wirklich. Also, jeder, der dieses Video jetzt gerade sieht, soll sich wirklich gedrückt fühlen. Von mir aus auch geküsst, je nachdem, wer da Bock drauf hat. Ey, irgendwas beißt mich. Ja, daran kannst du dich nicht nur gewöhnen, sondern es ist halt einfach wunderschön. Also, klar, jetzt wird der eine oder andere denken, hey, was, im Wald stehen und in die Kamera sprechen und irgendwie was aufnehmen, was ist daran wunderschön, aber doch einfach sein eigener Boss zu sein, hat definitiv sehr, sehr viele Vorteile. Aber denkt immer daran, selbst und ständig. Also, sag mal, guck mal, jetzt zum Beispiel bin ich ja auch offline und suche mir eine Location aus, über was spreche ich mit allem drum und dran. Also, das ist nicht mal eben so, ne? Da muss ich ganz klar an euch appellieren. Also, wenn ihr auch irgendwie Fragen weiterhin an mich habt, immer gern. Wir haben dafür ein eigenes Format, Fragt InvertMaster. Die eine oder andere Folge ging länger als 60 Sekunden, aber ich muss sagen, das hat sich so entwickelt. Und ja, gucken wir einfach, wie das angenommen wird. Eigentlich sollte so ein Video ja gar nicht mehr kommen, also zumindest diese Woche. Aber es waren so viele Einsendungen, dass ich gesagt habe, ich mache damit einfach weiter.
Und gucken wir mal, wie lange das angenommen wird. Wir haben eine eigene Playlist dafür auf YouTube und ja, warum eigentlich nicht? Was könnte ich noch erzählen? Mit Omi ist alles gut. Ab Samstag wieder Vollzeit. Und nö, ich glaube, das war's so. Ich werde jetzt noch mal eben ein, zwei Folgen Frag Invent Master aufnehmen. Wenn ihr da auch mitmachen wollt, ne? Ausrufezeichen Discord oder halt eben unter dieser Videobeschreibung halt eben auf dem Discord join. Dann gibt es einen Channel mit Frag doch mal den Invent Master und da eure 5 Fragen reinstellen. Ihr müsst dafür kein Subscriber oder sowas sein, das kann jeder von euch. Wichtig ist, wenn ihr auf dem Discord-Server seid, oben die Regeln einmal akzeptieren. Und wenn ihr dennoch Bock habt, benachrichtigt zu werden, wenn ich bei Twitch live gehe, bei YouTube oder bei Twitter, dann einfach dementsprechend das Symbol drücken und dann geht das los. Und ansonsten, ja, vielen lieben Dank. Ich bin stolz und glücklich, Teil dieser Ehren-Community zu sein und auch irgendwo meine eigene Familie aufgebaut zu haben. Und ich bin gespannt, was demnächst noch so kommt. Ich bin dankbar für alles, was passiert ist und noch passieren wird, egal in welcher Form. Und ja, ihr seid wirklich Wahnsinn. Ihr seid wirklich Wahnsinn und ihre Stadt wächst und gedeiht, würde man in Anno sagen. Kuss raus, haut rein, passt auf euch auf und bis gleich, bis später im Livestream, je nachdem. Kuss geht raus.